Genau. Dann kann man Aber Gleichheit dann noch dazu sagen, dass also das Wesentliche, die wesentliche Erkenntnis, und das ist ein, ich sage immer wieder einen Satz, wenn du wirklich verstehst. Und ich sage jetzt einen ganz elementaren Satz zu Holofeeling. Holofeeling erklärt dir nur, was du bist und nicht, was du glauben sollst. Und Holofeeling erklärt dir auch nicht, was richtig oder verkehrt ist von diesen Filmmöglichkeiten. Es sind immer alles Kategorie 1 oder Kategorie 2 Fragen. Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen führen dich immer in eine Einseitigkeit, in einen momentanen Gedanken hinein. Kategorie 1 ist die Frage, meinetwegen, wer hat den Krieg gewonnen oder wann wurde der geboren? Du wirst zwangsläufig an irgendeine Facette denken. Das erklärt dir nicht, was du selbst bist. Kategorie 2 Fragen, wie wir wissen, ist immer die Frage, ist es richtig oder ist es verkehrt? Ist es gut oder ist es böse? Stimmt es oder stimmt es nicht? Kategorie 2 Fragen sind im Prinzip dasselbe, wenn du aus mehreren Möglichkeiten zwei oder mehrere Möglichkeiten eine ausselektierst und intronisieren willst. Das sind Kategorie 2 Fragen. Die führen dich alle in die Irre. Holofeeling erklärt dir nur, was du selbst bist und nicht, was du glauben sollst. Es erklärt dir auch nicht, was richtig ist oder verkehrt ist. Holofeeling erklärt dir, was heilig ist, was Heiligkeit ist. Du selbst, wenn du dich wieder daran erinnerst, was du bist. Und das ist der, der mich jetzt sprechen hört. Und das, was mich sprechen hört, ist etwas, was in keinster Weise gedacht werden kann, weil dann wird es schon wieder eine Existenz und dann wird es schon wieder zu einer existierenden Erscheinung. In dem Satz ist, jetzt hast du mal alles drin, was wichtig ist. Und den musst du akzeptieren. Wenn du ihn nicht akzeptierst, wirst du leiden. Und jetzt sage ich immer wieder in meiner unendlichen Liebe, das ist keine Drohung, sondern ein Vater warnt sein Kind. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewiger Geist. Du bist als Ding an sich etwas Heiliges. Das ist unser 200 Gramm rote Gnede, die sich nie verändert. Dieser symbolisch gesetzte träumende Geist, der von Moment zu Moment seine Information verändert, weil er träumt, aber er selbst bleibt immer dieselbe 200 Gramm rote Gnede als Symbol. Oder er bleibt immer dasselbe rot geschriebene Computer, auf den ständig wechselnde Bilder auftauchen im Hier und Jetzt. Zack, 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 wie ich das immer mache. Und das unbewusste chronologische Denken ist das Problem. Dieses Anstreben von Einseitigkeiten ist das Problem. Du kannst dich ja nur beobachten, und wenn ich sage, dich beobachten, meine ich jetzt nicht den Trockennasenaffen beobachten, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an ihn denkst, der aber nicht da ist, wenn du ihn nicht denkst. Es sind immer so, du musst zum Denken immer Zeitfenster aufspannen. Aber sie befinden sich immer, ich mache jetzt symbolisch den Pixelkopf, mache ich als das Zentrum, der ist ja jetzt auch wieder ein ausgedachter Mittelpunkt, da bin ich lang und breit drauf eingegangen. Und die Schwierigkeit ist immer das Vorher- und Nachher-Denken. Es ist alles so wunderschön erklärt und es ist halt einfach nur Fehlwissen, wobei diese einfachen Sätze nicht Fehlwissen sind. Ich sage immer, ich bin der Erste, das kann jeder 13-Jährige sofort nachvollziehen, was ich sage. Das heißt, wenn du mich sprechen hörst, und du reagierst negativ, das kannst du beobachten. Bist es du, der Hörer, der negativ reagiert, oder irgendein Zwang in dir, der das nicht wahrhaben will? Und das ist das dein ist das zwanghafter Zweite. Reaktionsmechanismus, das ist dein Ego. Und dieses Ego baut auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt, und der ist so extrem fehlerhaft. Schon wenn du beobachtest, dass du mit einseitigen Aussagen sympathisierst, mitleidest an Unvollkommenheit. Sympathie heißt mitleiden. Du leidest in dem Moment an Unvollkommenheit, egal mit was du sympathisierst. Und darum ist dieser Glaube, dieser Intellekt, mit dem du deine Vorstellungen aufbaust, mit dem du alles interpretierst, ist extrem fehlerhaft. Das ist in die Sprache, wenn du gehst, das ist das, wo ich als zweites sage, Holofeeling erklärt, jetzt hast du mal, was du bist. Du bist ein Gotteskind, ein Geist, ein immerseiender Geist, der jetzt träumt und vergessen hat, wer er selbst ist. Darum sage ich, das, was du jetzt bist, was du immer im Meer bist in unserer Symbolik, kannst du nicht werden. Du kannst dich bloß wiedererinnern. Und dann kann man es nur sein. Bewusstsein kann man nur sein. Bewusstsein ist nicht etwas, was im Laufe von Jahrmilliarden aus der Materie entsprungen ist, wie das Gehirn so weit war, dass es in sich ein Bewusstsein entwickelt hat. Wenn man das immer wieder hört, erkennt man diese Geistlosigkeit. Und das ist natürlich immer ein Quäntchen Wahrheit mit dran, wenn ich jetzt in diesen normalen Leben, wir setzen auf Wachstum. Das, was du jetzt konfrontiert wirst, das ist so eine unendliche Schizophrenie. Wo wollt ihr hinwachsen? Ihr müsst auf Verkleinerung, auf Reduktion.
setzen. Genau. Wieder dieses Nichtswerden mit der großen Erkenntnis, die Kleinsten werden die Größten sein. Wie ich immer wieder sage, diese Jesus-Sprüche sind Hammerschläge, die dich wach machen. Und Dieses wirklich. Liebe deine Feinde, egal was du dir für eine Religion zusprichst, welche politischen Strömung du anhängst, mal bewusst, dass du zu den Richtigen gehörst, die wissen, was richtig ist. Aber wenn du weißt, was richtig ist, weißt du nicht, was verkehrt ist, was die Kehrseite ist. Und zur Vollkommenheit für diesen Mittelpunkt brauchst du beide Seiten. Und wie ich immer wieder sage, wenn wir das jetzt aufspannen, sind es das mal 16 Seiten, die du dir bewusst machen musst, die immer gleichzeitig da sind. Ich könnte jetzt mal ganz primitiv immer wieder sagen, wenn ich jetzt, was ich so oft wiederhole, wenn wir jetzt mal sagen, die Heiligkeit wäre bloß eine Wohnung, dann kannst du nicht sagen, das Badezimmer ist die Wohnung oder die Küche ist die Wohnung. Ja. Und genauso ist es mit Glauben, genauso ist es mit politischen Parteien. Es ist jede politische Partei ist eine Facette von dem, was wir Politik nennen. Und jede Strömung im Christentum ist eine Facette von dem, was wir Christentum nennen. Es ist nicht das Christentum als Ding an sich, sondern bloß eine Facette. Und egal, was du jetzt glaubst, ob du sagst, ich bin Katholik oder Zeuge Jehovas oder Protestant, und dann können wir jetzt ja unendlich viele Strömungen gehen nach Amerika auf. Zählen und dann wirst du merken, es sind alles, sagst du mal, tiefgläubige Materialisten. Ich betone das immer wieder. Und dieser Materialismus ist ein Geistiger.